Ein herzliches Willkommen an dich und an euch alle, die ihr hier jetzt in diesen Raum eintretet. Mein Name ist Christina Salopek und ich habe die Gruppe vor ein paar Jahren gegründet, als eine Facette von so vielem auf meinem Weg, auf diesem bewussten Weg, auf dem Weg in meine Spuren, als eine Facette, was da einfach dran war. Dran war, weil der Ruf da war. Dran war, weil diese Gruppe im Namen Maria Magdalenas damals noch, ich glaube 2015 oder 16 entstanden ist. Und sich dann so vieles hier zum Guten gefügt hat und so vieles gelernt wurde, gelehrt wurde. So viel Wissen, was hier in der Gruppe ist. In den Tiefen der Gruppenenergie schlummert und auch hinterlegt ist in all den Beiträgen. Irgendwann am Anfang war es, oder der Anfang war einfach meins, ja. Ich habe hier Tage und Nächte und Wochen und Monate geackert und geschuftet und so viel Scheiße war hier, ja. Mit Ego und mit Gezicke und mit Platzhirschgetue und. Und das mal in eine gute Balance zu bringen, oh mein Gott. Ja, Schwesternschaft, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Schwesternschaft, von Schwesternschaft reden und sich das wünschen. Und dieser Herzenswunschraum ist so groß, Schwesternschaften einzugehen. Aber Schwesternschaft wirklich zu leben, oh mein Gott. Also da geht wirklich viel, viel, viel dem voraus in der eigenen Innenbildung, bevor man wahre, echte Schwesternschaften leben kann, wenn es denn vorgesehen ist. Ja. Also, so meins dazu und aus meiner Erfahrung auch. Und ich denke und ich fühle und ich denke mal, so können es auch viele hier drin für sich wahrnehmen. Hier ist ein ganz besonderer Raum an Frauen, die hier zusammenkommen, Frauen, die sich hier unterhalten, die miteinander sind, die einander kennengelernt haben. Für viele ist über die Jahre diese Gruppe hier als ein erweitertes Familienrudel geworden. Und für viele ist hier aber auch Halt und ein Teil, wo man Business machen kann. Und immer wieder gebe ich und öffne ich auch diesen Raum hier für Business, für ein sich zeigen, für was auch immer. Gerade jetzt in dieser Zeit bis Weihnachten 2020, in diesem Superjahr 2020, haben wir noch einige Veranstaltungen und Dinge, die hier passieren. Ja. Also schaut euch einfach um, kommt's an, seid's da, fügt euch ein. Natürlich haben wir auch Regeln, ja. Das ist wichtig und das, ich meine, in dieser Zeit stehen jedem die Regeln hier irgendwo, ja. Man wünscht sich einfach nur noch Freiheit, Freiheit, Freiheit und Wild and Free, wir haben hier einen möglichst großen Freiraum auch geschaffen, nochmal wieder erweitert. Fühlt sich auch sehr, sehr gut an, ja. Und trotzdem schaut euch die Regeln an oder wenn euch was unklar ist, fragt die Adminas, die sind hier alle oben im Beitrag mit verlinkt über dem Video. Und kommt einfach mal an und bringt euch ein. Und worüber wir uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr die Gruppe mit in eure Kanäle verteilt und ein Stück weit einfach vielleicht auch in euren Worten schreibt, was euch gut gefällt hier oder keine Ahnung, oder mal eine Veranstaltung einfach mit nach draußen gebt, wie zum Beispiel auch den Weihnachtsmarkt, der jetzt dann ansteht, wo ihr auch
eine jede, die sich da mit einfügt, hier ihre Sachen anbieten kann, wie auf dem Markt, dass wir einfach zusammenkommen und schauen, welche Schätze hier in der Gruppe sein werden. Darauf freue ich mich auch schon sehr, ja. Und ja, lest euch die Regeln durch, fragt, wenn ihr was nicht versteht, und kommt einfach an hier. Ich werde weniger da sein, immer wieder mal, aber immer weniger auch. Ich bin einfach so seit diesem Frühjahr 2020 im Rückzug. Jetzt natürlich trotzdem, in dieser Zeit kann man nicht still sein, ja, wenn man so fühlt und in dieser Klarheit und ja, der eigens empfundenen Wahrheit auf dem Weg ist, dann muss man reden, dann muss man Gesicht zeigen, und da nutze ich jetzt ganz bewusst dieses Wort muss, ja, das war so richtig verpflichtend für mich, ja, das zu tun und auf meine Art einzustehen für den wahren Kern, ja, für Freiheit, für unsere Menschenwürde, würde ich jetzt mal sagen. Und mehr, glaube ich, muss man nicht dazu sagen. Wir wissen alle, was los ist auf der Welt, und stehen alle mehr oder weniger auf unseren Plätzen und tun, was wir tun können. Und ich weiß, es sind viele da draußen, die tun und die mit einwirken, und im Leisen, im Stillen, im Verdeckten. Und bitte macht's alle weiter und vertraut's. Und mein Gefühl ist, dass das Zünglein an der Waage wir Frauen sein werden. Auf der ganzen Erde, erdumspannend, weltumspannend, die wir tun und wirken, und egal wie, egal wo, egal wann, aber es kommt immer irgendwo in der Schnittmenge zusammen, und wir können was bewirken, um wiederum den Wandel beizutragen oder der Wandel auch einfach zu sein. Ja, oh, da werde ich immer so ganz tief emotional, ja, und das ist eben so mein Fokus, wo es bei mir hingeht, aber das soll ja wohl Willkommensvideo sein und nicht, was ich tue und was ich mache, und aber dass er vielleicht einfach jetzt so ein paar persönliche Worte von mir auch noch hier mitbekommt. Also, fühlt euch wohl hier, und nochmal herzlich willkommen in meinem Namen und im Namen vom ganzen Adminer-Team, wo ich so froh bin, dass sie alle da sind, weil ohne die wird hier gar nichts mehr gehen.